Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir Super Auto Pets! Ich hoffe, ihr seid gut in das neue Jahr gestartet und hattet schöne Weihnachten und was sonst noch alles dazwischen ist. Ich habe nur 13 Videos im letzten Jahr hochgeladen, ist das nicht super toll? Dieses Jahr wird das bestimmt besser. Und ja, heute spielen wir Super Auto Pets. Ich habe schon 2 Runden gespielt und habe sogar schon einmal 10 Dinger gewonnen. Wer Super Auto Pets gar nicht kennt, das ist ein Autobettler? Man hat am Anfang 10 Gold, 10 Leben und man muss 10 Runden überleben, damit man gewinnt. Es ist ein PvP-Spiel. Ich spiele das jetzt mehr oder weniger gegen den Computer. Obwohl, nein, es sind, glaube ich, echte Menschen, die hier ihre Teams zusammengestellt haben, gegen die ich gleich spielen werde. Das werdet ihr sehen. Aber halt nicht live, sondern so zeitversetzt. Also irgendwann hat mal ein Mensch sein Team gemacht und gegen die spiele ich jetzt. Genau. So, ein Tierchen, die kann man hier kaufen. Die kosten alle 3 Münzen immer wieder. Und hier rechts gibt es immer noch so Buffs, zum Beispiel diesen Apfel, der gibt jetzt plus einen Angriff und plus ein Leben für meine kleinen Tierchen. Und die kann man auch noch kaufen. Und man kann auch würfeln, das kostet jedes Mal 1 Gold und so viel zu dem Spiel. Man sieht unter den Tierchen, wie viel Angriff und wie viele Leben sie haben. Die werden sich dann gegenüberstehen gegen das andere Team und ja, eigentlich so ein bisschen wie bei Pokémon. Kann man das, glaube ich, vergleichen. Nicht wie bei Yu-Gi-Oh!, sondern wie bei Pokémon. Heißt, wenn ein Viererschweinchen zum Beispiel eine Grille angreift, die nur 2 Leben hat, dann wird der 4 Leben abziehen von den 2 und dann wäre die Grille tot. Und dann gleichzeitig wird aber die Grille auch dem Schweinchen ein Leben abziehen. Das heißt, das Schweinchen wäre auch tot, weil das nur ein Leben hat. Verstanden, egal. seht ihr gleich schon, was abgeht. Und jedes Tierchen hat auch eine eigene Fähigkeit. Zum Beispiel hat die Ameise, wenn sie stirbt, dann gibt sie einen anderen Freund 2 Angriff und 1 TP. Das ist schon mal ganz cool. Das heißt, den packen wir nach vorne. Ah, oh, das war ja süß. Habt ihr das gehört? Richtig knuffig. Und so hat jedes Tierchen seine eigene Fähigkeit. Muss man dann immer weiter lernen. Und je weiter man auch kommt, kriegt man auch bessere Tierchen. Die sind jetzt zum Beispiel als Tierchen der Klasse 1. Und das geht bis 6 hoch. Wie bei dem ganz normalen Würfel. Und ich würde sagen, wir kaufen erstmal ein paar Sachen. Den können wir nicht mehr nehmen. Wir können noch mal kurz würfeln und gucken, ob wir noch irgendwas Cooleres bekommen. Aha, eine Ente. Ente ist schon mal quack-quack-tastisch. aber wir frieren erstmal die anderen beiden hier ein, weil wir die schon mal haben. Dann bleiben die nicht in der nächsten Runde auch noch da. Und dann kann man die auch aufleveln. Aber ist egal. Wir gehen jetzt in unsere erste Runde rein und gucken, was passiert. Und wir sind die superautomatischen Schaufeln. Ja, das ist unser Teamname. Das ist ein perfekter Teamname. Los, superautomatische Schaufeln. Besiegt. Gegen wen kämpfen wir denn? Mal gucken. Die superautomatischen Schaufeln gegen die geräumigen Computer. Nein, er hat einen Biber. Wie soll ich denn gegen einen Biber ankommen? Ich weiß noch nicht, wie ihn. Oh, okay. Ich glaube, das wird ein Unentschieden. Ja, was passiert denn bei dem Unentschieden? Gar nichts. Okay. Also in den ersten Runden ist es noch so, man hat ja 10 Leben, da verliert man jeweils nur 1 Leben, wenn man verliert. Das geht, glaube ich, später noch hoch bis auf 3 Leben verlieren, also man darf nicht so oft verlieren. Und Ziel ist, wie gesagt, hier 10 Trophäen zu bekommen. Bei Unentschieden passiert anscheinend gar nichts, das ist aber ja gar nicht so schlecht, weil dann haben wir mehr Geld, nicht wahr? Um die nächste Runde zu schaffen. So, ich würde sagen, wir machen genau das, was ich ihm gesagt habe. Machen unsere Leute besser. Was kann denn der Biber? Gibt 2 zufälligen Freunden plus 1 TP, wenn er verkauft wird. Ja, der eben hatte auch einen Biber. Können wir auch einen Biber uns leisten, nicht wahr? Und ich glaube, wir packen das Schweinchen ganz nach hinten, weil... Oder ganz nach vorne? Lieber an zweite Stelle, ne? Weil meistens ist ja ganz vorne einer, der tanky ist. Ich glaube, ich packe dann sogar das Schweinchen ganz nach vorne. Dass der dann erst einen angreift, dann kommt hier die Ameise, die noch irgendjemanden stärker macht. Ja, ja, das passt. So, wir können auch einmal kurz würfeln, um zu gucken. Oh yeah! Ob wir coole Sachen bekommen. Das Pferdchen will ich nicht. Ich werde jetzt nicht auf jedes einzelne Tier eingehen, außer die, die ich kaufe. Aber die kriegen wir dann auf jeden Fall beide auf Level 2. Let's go! Ja, und so geht das jetzt immer und immer weiter. Oh, der hat ein anderes Hintergrundbild. Der hat schon Geld ausgegeben und der hat Hüte! Yo! Wie soll ich denn dagegen ankommen? Nee, der macht euch fertig. Obwohl, unsere... Oh, unsere Grille ist richtig gut. Ja, wir gewinnen. Nein, wieder unentschieden. Nein, da kam noch was raus. Hä? Wieso ist das denn jetzt so kompetitiv hier? Ist ja schrecklich. Oh, und Hörtchen ist sehr gut. Gibt einem Tier bis zum... Ach nee, bis zum Kampfende nur. Das ist doof. Weil beim nächsten Kampf wäre der Effekt dann weg. Aber wir könnten auch Honig holen. Da wird dann eine Biene spawnen, wenn eins unserer Dinger stirbt. Aber ich würde sagen, wir verbessern trotzdem erstmal unsere Sachen auf Level 2. Und ihr seht schon, die werden jetzt alle viel stärker. Und wir haben eben... Warum? Weiß ich gar nicht. Weil das jetzt die dritte Runde ist, oder was? Oh nein, dann wird das, glaube ich, richtig schwer, 10 Siege zu bekommen. Je weiter es geht. Egal, wir haben jetzt neue Tiere freigeschalten. Hier, der Stufe 2 und der Stufe 3. Und je höher die Stufe ist, die kosten auch genauso viel, komischerweise. Ich hätte die teurer gemacht. Aber die sind dann dementsprechend auch besser.
Aber wir können mal Honig irgendwem geben. Hier dem ersten. Dann kommt da noch eine Biene raus. Ist doch auch nicht schlecht. Oh, hier, den. Den finde ich richtig geil. Den müssen wir auf jeden Fall einfrieren. Und ich glaube, die Schlaftablette werde ich auch mal einfrieren. Weil die kostet nur eins und lässt ein Tier in Ohnmacht verfallen. Das heißt, er stirbt dann. Ja, wieso denn eigentlich? Was zum Rabattpreis? Wieso sollte man das machen? Man kann die doch auch so verkaufen. Also wenn ihr mir Tipps geben könnt, dann auch gerne in die Kommentare. Egal, let's go! Ja, aber es war ja Weihnachten und Silvester und so. Könnt ihr aber schreiben, was ihr so bekommen habt zu Weihnachten. Und was ihr so gegessen habt. Bei uns gab es zum Beispiel Raclette zu Weihnachten. Und zu Silvester dann das andere. Wie hieß das? Das mit diesem Blubberwasser. Alles Fett, oh, wir haben verloren. Das ist ja doof. Das andere Raclette. Wieso komme ich da gerade nicht drauf? Fondue, Fondue gab's. Ich wollte eigentlich Käsefondue, aber Mama hat gesagt, nö, wir essen hier schön das ganz normale Fondue. Dabei hat sie Käsefondue gekauft, aber wir haben es nicht gegessen. Richtig sad, Leute, richtig sad. So, wieso haben wir denn jetzt verloren? Ja. Na gut, wir packen mal alles ein weiter nach hinten. Wir können unsere Ameise besser machen, aber eigentlich will ich keine Ameise. Wenn ich ganz ehrlich bin, sondern ich will hier diesen V haben. Und den V, den werden wir so krass verbessern, weil jedes Mal, wenn der getroffen wird, kriegt er plus 4 Angriff. Wenn man den irgendwie tanky machen kann, dann wäre das richtig, richtig gut. Würfeln nochmal, vielleicht kriegen wir noch irgendwas Cooles. Den Otter will ich nicht verbessern. Oh, hier, Apfel. Apfel ist schon mal gut, das können wir dem V geben. Ist wie so ein Buff, aber so ein permanenter Buff. Das ist sehr, sehr cool. Und wir werden nochmal würfeln, können leider dann nichts mehr kaufen. Oh, aber wir kriegen hier noch ein V. Nochmal, ja, 2 Vs. Okay, perfekt. Also in der nächsten Runde werden wir, glaube ich, richtig stark. Und so ein Törtchen können wir auch da behalten. Dann geben wir gleich schon 9 Münzen aus. Alles für den V. Alles für den V, Leute. Ich bin so ein V-Fanatiker. V-Fanatiker, ja? Die langweiligen Phantome. Die haben alle so coole Hüte auf. Ich muss mir auch gleich mal einen Hut kaufen. Aber ich glaube, die kosten echtes Geld. Achso, habe ich noch gar nicht gesagt, ne? Das Spiel ist umsonst bei Steam. Kann man also einfach runterladen und Spaß haben. Ja, ja. Und es gibt auch die Funktion, dass man gegeneinander antreten kann. Also ihr könnt mich zum Beispiel herausfordern. Ich weiß noch nicht genau, wie das funktioniert. Ey, Sieg. Aber können wir auch mal ausprobieren, wenn ihr da Lust zu habt. Yay. Fünfte Runde. Jetzt haben wir kleine Tiere freigeschalten. Nice. Aber wir wissen... Da! Knoblauch. Okay, scheiß aufs Törtchen. Wir nehmen sowas von den Knoblauch. Knoblauch macht nämlich, dass man 2 Schadenspunkte weniger leidet. Und das meine ich mit diesem V. Wenn man Knoblauch auf den V rauf tut, dann kriegt er weniger Schaden, aber jedes Mal, wenn er Schaden bekommt, dann kriegt er plus 4 Angriff. Wie heftig ist das denn? Achso, muss ich da raufziehen. Ah, geil. Wir haben Level 2 V. Ihr werdet gleich sehen, dass der richtig, richtig krass ist. So, wir können auch einmal würfeln und... Weißt du, dann nimmst du einmal in Monaten auf und genau dann in diesen 10 Minuten, wo du mal aufnimmst, kommt jemand rein und stört. Unfassbar, ey, unfassbar. So, jetzt weiß ich nämlich nicht mehr, was ich machen wollte. Wir haben auf jeden Fall einen V, den wir einfrieren werden. Haben wir eine Ente? Nö, haben wir alles nicht. Alles scheißegal. So, aber ihr werdet sehen, dieser V, der wird richtig, richtig stark. Passt auf. Der nächste Gegner wird sowas von kaputt gemacht. Der wird richtig schwitzen. Den rasieren wir jetzt. Und dann hat er eine glatte Haut. Ja, ja. Oh, okay. Mein V ist ganz schön schnell gestorben. Ich habe nicht hingeguckt. Was genau ist passiert? Wieso macht er mich fertig? Hm? Nee, wird kein Unentschieden. Hä? Okay, das habe ich mir anders vorgestellt, muss ich sagen. Wieso war die denn jetzt so stark? Oh, auch bei Verletzung. Okay, das ist ja richtig krass. Das Kamel kann man genauso wie dem V machen. Ja, okay, also das Kamel nehme ich auf jeden Fall. Lass mal die Ameise verkaufen, weil die ist wirklich super unnötig. Dafür das Kamel reinpacken. Macht auch witzige Geräusche. Und den... Ach nee, können wir gar nicht kaufen. Aber den Apfel werden wir auf jeden Fall einfrieren. Genau, noch einmal würfeln. Nichts Gutes dabei. Schade Schokolade. Let's go. Also das muss ja jetzt wohl klappen. Okay, okay, wir machen das so. Wir machen 2 Tanks vorne. Die alles... Also, naja, der V macht sich selber stark. Oh, vielleicht wird das sogar noch besser. Wenn das Kamel ganz vorne ist, der wird dann den V immer stärker machen. Der V ist aber auch... mega krass tanky. Alter, das Kamel. Guckt euch das Kamel an. Und dann wäre der V... Ja, ja, ich glaube, damit habe ich schon eine... Damit habe ich, glaube ich, dann schon eine Kombi, die gar nicht mehr aufzuhalten ist, oder? Okay, erstmal Apfel. Wir wollen trotzdem alles auf die Pfauen packen, weil wir den jetzt schon fast Level 3 haben. So, das ist schon mal ganz gut. Knoblauch, perfekt. Das kriegt dann der zweite Typ hier. Jetzt haben die beide Knoblauch. Und wir machen jetzt genau das, was da eben, was wir eben gesagt haben. Heißt, jedes Mal, wenn das Kamel getroffen wird, dann gibt er plus 2 Angriff und plus 2 TP an den Pfau weiter. Er kriegt selber weniger Schaden. Boah, der V wird richtig stark, Leute. Ich sag's euch. Damit haben wir das Spiel, glaube ich, schon gewonnen mit diesen beiden Tanks vorne. Die leckeren Krieger. Ja, lass sie auffressen. Wie süß ist denn der Pinguin? Der Pinguin vor allem. Der Stilfefin.
mit der Cappy. Richtig cute. Guckt euch an, 27 Damage. Was, wieso kommt da ein Bus? 35 Damage. Hau ihn weg. Hä? Ich verliere halt trotzdem. Was ist da gerade passiert? Der hat einfach AOE-Damage gemacht, der Bus. Hä? Warum hat der Bus AOE-Damage gemacht? Oh, ein Wahlkampf beginnt. Verschluckt nächsten Freund weiter vorn und beschwört nach und macht eine Kopie von ihm. Aber nur Level 1. Hm. Nee, nicht so gut. Birne frieren wir ein, Apfel frieren wir ein. Ich glaube, das ist gar nicht so gut, dass ich hier immer die ganzen Buffs nur einfriere und mir keine Tierchen hole. Naja. Mal gucken. Wenn wir jetzt schon verlieren, dann ist das durch. Ich glaube, Runde 2 habe ich bisher... Also so schnell bin ich noch nie rausgeflogen. Die sprudelnden Organismen, klar. Die haben alle so coole Hüte. Ich will auch einen coolen Hut. Der hat aber 2 meiner Leute gekillt. Ohne, dass das überhaupt angefangen hat. Guck mal, die sterben einfach alle. Okay, der hat aber wenigstens 16 Leben. Der haut eventuell ein paar Leute weg, aber ich... Oh, ich habe weniger Schaden. Nein! Warum? Kommen da 2 Schafe? Wären die 2 Schafe nicht gekommen? Lol, ich habe jetzt einfach schon verloren. Das ist die schlechteste Runde ever. Und die habe ich aufgenommen. Perfekt. Geil. Gut, zum Reinkommen. Oh, ich krieg trotzdem ein paar Knochen. Was kann man denn eigentlich mit den Knochen machen? Kann man sich da vielleicht irgendwas mit kaufen? Nee. Doch, hier. Ja, man kann sich... Oh, man kann sich die Weihnachtsmütze umsonst holen. Ja, lecker, lecker. Für 0 Leckerlis. Geil. Man kann sich ein paar Dinger für 3 Dollar kaufen. Aber hier gibt's ja noch mehr. Das ist ja komplett funny. Guck mal, es gibt ganz viele witzige Hüte. Und jeder weiß, Spiele mit Hüten. Das ist ja süß. Ich will diese Bärenkopfbedeckung, aber ich habe nicht genug Leckerlis. Dann müssen wir noch weiter spielen. Ah, die will ich aber haben. Was gibt's sonst so? Am teuersten ist ein Scheißhäufchen. Nee, aber... Das ist ja richtig cute mit der Bärenkopfbedeckung. Na gut, aber als kleines Reinkommensvideo in dieses Jahr würde ich sagen, langt das? Wenn ihr davon mehr sehen wollt, dann gerne. Und ich habe ja auch hier im Versus-Modus, gibt es übrigens auch noch. Da kann man dann private Matches erstellen. Also da können wir auch gegeneinander antreten. Ich weiß jetzt nicht genau wie. Vielleicht müsst ihr einfach nur meinen Namen da eingeben und dann passiert irgendwas. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das dann trotzdem live ist. Wenn ihr da mehr Erfahrung habt, dann könnt ihr das ja auch in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr mal gegen mich spielen wollt, ja, ja. Aber ja, dann danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und ich werde dieses Jahr mehr hochladen als letztes Jahr. Ganz bestimmt. Ja, und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch ein Like da oder auch ein Abo, wenn du keine Videos mehr verpassen willst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.